Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder FIFA 22 Karriere mit Andi Scheibe und unser SVW in Wiesbaden auf dem sechsten Platz gegen Zwickau und die Pressekonferenz beginnt. Steigen wir gleich hier ein. Naja, letztlich Gewitter hier. Und auch ohne durchwachsene Sonnenstadt dürfte es schwierig werden, den direkten Aufstieg zu schaffen. Ist ihre Mannschaft gut genug, um die Wende zu schaffen? Na klar. Natürlich. Ich denke mal positiv und bin sicher, dass wir gut genug sind, um den direkten Aufstieg zu schaffen. Ja, ganz klar. Im Papier sind Zwickau und Wiesbaden ziemlich ebenbürtig. Wie werden sie dieses Spiel angehen? Es muss Änderungen geben. Wir müssen ein gutes Spiel zeigen. Das hier. Jeder sieht ja, wie wir aktuell spielen. Es geht nur, wenn du als Mannschaft zusammenhältst. Wir werden die Krise hinter uns lassen und gegen Zwickau gewinnen. Wenn das so stand, selbst hat sich hier empfangene Leistung gezeigt. Wie sehen Sie diese Formschwankungen? Ja. Die Spieler werden sich bald verbessern. Ich bin enttäuscht. Wir werden allen zeigen, was wir können. Das natürlich. Ich bin keinen Zweifel daran, dass wir uns verbessern werden. Wir werden alle sehen, was in ins steckt. Ach, Schreibfehler. Keine Fragen. Die Scheibe wieder mit einer überragenden Pressekonferenz. Jetzt müssen wir die Mannschaft, haben wir die letztes Mal schon aufgestellt? Ich glaube nämlich nicht. Wie gesagt, ein Carstens minus 1. Irgendwie seit dem Wechsel vom Verkehr lief es irgendwie nicht mehr so. Warum hat er hier denn auch minus 1? Trainiert er nicht richtig? Naja, so machen wir es erstmal, glaube ich. Gute Aufstellung. Jetzt quält heute mittlerweile schon eine 60. Das ist krass. Das war immer noch der schlechteste in der Startaufstellung. Aber er ist ein sehr wichtiger Spieler. So, gegen Zwickau. Also Team. Wir müssen jetzt mal wieder einen Sieg einfahren. Sonst wird das hier nichts mehr. Wir haben hierfür trainiert und wir wissen, was wir können. So, zeigt das jetzt auf den Platz und macht. Wir können das schaffen. Hier in Grau, Gegner in Rot. Jetzt erstmal super erobert von Willi. Ah, leider im Aus gewesen. Aber egal, sowas möchte ich doch sehen. Jetzt haben wir den Ball schon wieder verloren. Was war das denn? Super Ekipartin. 2. Oh mein Gott, wir sind ja sowas von das schlechtere Team jetzt erstmal. Frank, was macht er denn? Wo legt er sich denn hin? Ins Quere, was soll das? Besseres gewohnt. Das sieht er nicht durch. Und zum Glück noch keine überragende Chance. Das war. Boah, ins Quere mit dem nächsten Fehlpass. Wie ich so in den? Und dann macht er sowas. Mein Gott. Warum war mit dem 1-0? Es hat sich die ganze Zeit so angedeutet. Was soll denn das? Spielen wir so schlecht? Boah. Ja, wir waren noch kein einziges Mal im Strafraum. Das geht so nicht. Ich hab die doch motiviert, dachte ich. In meiner Pressekonferenz. Was machen die hier? 2-0. Was ist denn das? Mann. Das war mal ein guter Ball. Jetzt sind wir wenigstens mal in Strafraumnähe. Kein Fehlpass. Oh, doch ein Fehlpass. Was wird denn das hier? 2-0. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal so weit hinten gelegen haben. Was war das denn schon wieder? Och Mann. Sind so ungenau die Pässe von denen. Schieß! Ja! Itzquedo mit dem Anschlusstreffer.
Richtig. Vor der Halbzeit das 2-2 wäre eigentlich auch nochmal wichtig. Abpfiff. Ja, schade. Das Problem ist, ich müsste eigentlich wechseln, wenn wir 2-10 liegen. Die kommen gerade so. Über die linke Seite ging wie immer gar nichts. Bring Bromme und Aubry. So gehen wir erstmal in die nächste Hälfte. Weil irgendwas muss ich ja ändern. 2-1 ist nicht gut und wenn ich da ohne Änderung rauskomme, dann wirkt es so, als wäre ich zufrieden mit der Leistung. Das bin ich auf keinen Fall. Wir müssen da ordentlich was ranklotzen. Ja, war eine gute Idee, aber weiß ich nicht. Müsste eigentlich wieder offensiv stellen, aber dann ist es so ein komischer Wechsel da. Ist Quedo plötzlich der Stürmer. Obwohl er auch schon das 2-1 gemacht hat. Oh, kein schlechter Ball. Muss aber wieder zurückspielen. Ja, teilnehmen. Vielleicht auch mal schießen einfach. Mann. Schieß wieder. Schieß! Oh! Ich muss sagen, leider ist es so, dass Iredal überhaupt nichts vorne bringt. Und Sliskovic rein. Bald sehr vollzogen werden kann. Schon wieder ein Torschuss, aber auch nicht erwarten. Da habe ich auch nicht erwartet, dass der reingeht. Jetzt sollte der Ball auch mal wieder zu uns kommen. Genau. Jetzt du hast Platz. Super stehen lassen. Jetzt muss der Ball in die Mitte kommen. Mann. Jetzt spielen die auf Zeit, alles. Jetzt noch mal eine Chance, komm. Ja, nein, er macht ihn nicht. Es war die super Chance, mach ihn jetzt. Nee, jetzt musst du spätestens raus. Nach solchen Chancen, die du vergeben hast. 2-2 ist Liskovic. Er trifft sofort, er wird eingewechselt zur Ecke und macht ihn rein. Das gibt es nicht. Jetzt können wir es noch holen. Jetzt sind wir gerade drin. Jetzt kann das noch ein Sieg werden. Ja. Wir müssen nach vorne. Lauf einfach. Jetzt musst du ihn in die Mitte bringen. Irgendwie in die Mitte. Einwurf. Irgendwie in die Mitte kommen. Ball. Der letzte Angriff. Tja, Ecke nochmal. Wir haben eben doch schon ein Eckentor gemacht. Und der Torwart hat ihn abwehr. 2-2. Am Ende sind wir die bessere Mannschaft nach der Statistik. Das ist das Problem. Wir verlieren trotzdem. Ne, unentschieden. Wir verlieren 2 Punkte. Das nervt mich. Ich glaube, Skovic spielt nächstes Spiel von Anfang an. Entwicklungsplan von Bruma auch abgeschlossen ist. Das Spieler-Chat, der schreibt mir, ich hätte schon Befürchtung ausgebotet zu werden, die Neuzugänge. Die Schlagzeilen in den Medien hätten mich gefunden und ich danke, dass das jetzt geklärt ist. Ich erwarte Top-Leistung. Solche tolle Leistung will ich jede Woche sehen. Weil du bei uns Stammspieler bleiben willst, musst du solche Leistungen regelmäßig abrufen. Eben das letzte Spiel gespielt. Wir haben 3 RV. Ich rede da in Topform, der hat kein Tor gemacht. Der ist nicht in Topform. Wir sind Sechster. Quedo begeistert. Ja, du bist auch der Beste. Der Rest könnte mal verkauft werden. Sie stehen alle noch. Sind sich unentschieden. Ja, jetzt gegen Havelse. Wird Liskovic seine Zeit bekommen? Na, ich weiß. Die
Carstens raus. Den lassen wir drin. Kommt hier die Fahrvergangenheit rein. Ach so, ja, immer. Rumme nach links. Worte. Doppel raus und dafür Frankfurt rein. So machen wir es. Jetzt quer du einfach plus 7. Crazy. So, gehen wir ins Spiel gegen Havelse. Letztes Spiel war die bessere Mannschaft, haben 2-2 gespielt, haben 2 Punkte liegen lassen. Das möchte ich heute nicht nochmal sehen. Heute müssen die Torchancen genutzt werden. Und wir wollen hier mit dem Sieg rausgehen. Also. Und den Ball schon mal. Den ganz schön. Wir haben den immer noch. Das ist gut. Wir spielen Tiki-Taka. Na, das war nicht so gut. Ja, schieß mal alleine. Oh, Ecke. War ein guter Versuch, muss man sagen. Kann auch mal reingehen, sowas. Da liegt doch der Ball. Schieß doch mal. 1-0, Sliskovic. Geil. Geil. So möchte ich's doch sehen. Die bessere Mannschaft belohnt sich. In den ersten 10 Minuten noch keine einzige Chance. Auf jeden Fall wichtig. Jetzt müssen wir dranbleiben, aber wir können uns nicht auf dem Einzelnen ausruhen. Schieß, das war auch abseits. Bring ihn raus, genau. Unser Ball, perfekt. Was ein Ball von Izquierdo gewesen. Da konnte er den nicht richtig verarbeiten, das Liskovic. Aber der war ja super, der Ball. Ich hoffe, der Typ hier hat keine Freigabesumme. Ist eine super Ballstaffette. Oh, Schuss! Nee, nee, zu lange gewartet. Och Mann. Ist das ärgerlich. Jetzt haben wir den Ball wieder. Oh, gleich mit dem Fehlpass. Erster Pass und gleich Fehlpass. Das kann doch nicht sein. Super verteidigt. Jetzt oben. Boah. Muss der Ball wieder in die Mitte. Da, noch ein weiter. Schieß. Nee, schade. Er schiebt den doch mit dem Ball ins Tor einfach den Torwart. Super, die haben null Schüsse, null Chancen. Das ist ein Spiel, wie ich es mir erwarte. Gleich in die zweite Halbzeit. Also top. Da so, und wir machen nochmal vielleicht ein, zwei Tore. Es tut mir natürlich auch leid für Ridal. Es muss auch mal raus. Der hat die Chancen einfach vergeben, letztes Spiel. Und da muss man halt auch mal konsequent sein. Jetzt Quedo, wollte ich gerade sagen. Wieder Auto gemacht. Was Liskovic kam letztes Spiel rein, hat sofort ein Tor nach einer Ecke gemacht. Und das nennt man Effizienz. In Person. Und jetzt Quedo, der spielt einfach ganz los. Eben dieser Ball allein, der hat mich schon überzeugt, dass er weiter spielt. Der hat letztes Spiel auch ein Tor geschossen, als alle anderen irgendwie gestreikt haben. Und hätte ich vielleicht Skovic früher eingewechselt, so auch mit in der Halbzeit, vielleicht mit in der Halbzeit einen Dreierwechsel gemacht, dann haben wir wahrscheinlich gewonnen. Und vielleicht. Der hätte dann die Chancen eventuell gemacht. Ich weiß es nie. Aber. Oh, Latte! Was war das denn? Latte und gegen den Torwart. Unglaublich. Ja, stehen hinten gut. Ja, muss es regeln, genau, super.
toll. Von den Gegnern, jetzt müssen wir den aber wiederholen, den Ball. Nein! Nein! Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Wir hätten so lange durch. Und dann kassieren wir doch noch eins. Und rechts kommt nochmal Goppel rein. Wir müssen nochmal offensiv wechseln. Da der Angriff. Oh, schade, schade, schade. Das kann wirklich wieder nicht wahr sein. Was jetzt noch kurz vor Ende hergeben. Tut euch. Ja, ja, lauf. Nein, zu steil der Pass. Und damit ist es das nächste Unentschieden. Das kann langsam nicht mehr wahr sein. Wir waren das, wir ist die viel bessere Mannschaft. Langsam wiederhole ich mich auf. Was erzählt er jetzt hier? Danke, dass Sie oft in der ersten Mannschaft spielen. Ich werde mein Bestes geben, Boss. Warte mehr von dir. Warte, dass du dich weiter verbesserst. Du musst meine Erwartungen übertreffen, wenn du in jedem Spiel auflaufen willst. Ich langsam nicht mehr weiter. Bin Neunter nur noch. 11 Spiele, 10 Torbeteiligung. Pipi ist so gut. Trotzdem. Unsere Ziele sind gefährlich. Ich merke es ja auch, aber ich kann nichts dagegen machen. Unser Ziel werdet. Zeig mal her hier. Spotting. Marcel Mees, warum hat der Glatze mit 16? Potenzial 62 bis 78. Verpflichten wir. Boah. Ja, das reicht mir. Wo ist denn die zweite Nachricht? Egal. Gehen wir weiter. Wir müssen gegen Regensburg. Letztes Spiel für die heutige Folge. Kovic mit Matchwinner mit 4 Toren. Toll für ihn. Das würde ich auch gerne mal von einem von meinen Spielern sehen. Aber. Wie wird das nächste? Ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe, dass ich Regensburg nicht auf der Bank setze. Denke drüber nach. Dem steht noch nicht fest, aber entscheiden werde ich deinen Wunsch berücksichtigen. Ja. Ich muss ja wieder auf den Platz. Weiß nicht, was ich falsch mache. Willi gut gespielt, aber weiß nicht, und Gauss, der macht auch immer super Spiele. Lass ich es erstmal so. So gehe ich gegen wen spielen wir? Gegen Regensburg. Das muss jetzt ein Sieg werden. Also, wir haben letztes Mal schon wieder 2 Punkte verschenkt. Wir haben die ganze Zeit gefühlt und kassieren ein blödes Tor. Nächstes Mal wollen wir, ich will, dass wir jetzt 3 Punkte holen. Wenn nicht, dann wird jeder von euch, der heute spielt, bis auf ein paar wenige, wird nächstes Spiel nicht spielen. Wirklich nicht, wenn wir das nicht gewinnen. Wir haben so viele Punkte hergegeben. 4 Punkte haben wir in den letzten 2 Spielen hergegeben. Die eigentlich unsere waren. Und die viel besseren Chancen. Also. Ich überlege gerade schon, wie ich das dann umstellen kann, dass die alle nicht spielen, aber
Wird schwierig. Vor allem beim ZDM, da haben wir nur einen Ersatzspieler. Und wir haben jetzt die ganze Zeit den Ball vorm Strafraum, aber wir kommen nicht durch. Und dann so dämliche Fehlpässe. Es dann hektisch wird. Abseits. Schick ihn genau. Bitte. Nein. Mann. Ich weiß nicht, was ich falsch mache als Trainer. Ich habe doch die bestmögliche Mannschaft auf dem Platz. Man jetzt sagt, ja, ich habe noch bessere ZOMs. Aber jetzt Quirul ist so gut. Das kann nicht sein. Wieso liegen wir 1 im Hinten? Natürlich kann er alleine das Spiel nicht entscheiden, aber weiß ich, verstehe es nicht. Wieso liegen wir hier 1 im Hinten? Weil wir einfach kein Tor machen vorne. Aber ich weiß auch nicht, woran das liegt. Okay, jetzt sehe ich, woran liegt und woran es liegt. Die schlechten Pässen. Nee. Jetzt ist 2-0 geworden, wäre ich aber rausgeflogen. Nur noch mal Glück gehabt. Ja, spiel nur für 17 unten. Was ist das denn? Aber der Torwart muss auch mal wissen, dass er noch einen hinter sich hat. Der Notfalls einspringt für ihn. 2-0, ne. Ist nicht, was ich wechseln soll, ne? Wechsel sind nicht fit genug. Wir haben. Nein, warte mal. Ich. Weiter gedrückt. Keine Ahnung. Wir machen alle irgendwie kein gutes Spiel. Genau, ich wechsle immer bunt. Muss ja irgendwas tun. Ich bin sprachlos, ich weiß nicht, was ich sagen soll zu der schlechten Leistung. Ich weiß auch gar nicht, wie der Platz Regensburg ist. Wahrscheinlich sind die noch irgendwo unter uns. Habe ich jetzt diese Statistik hier die ganze Zeit offen. Und wer ist eigentlich dieser Galiskaner? Macht er 2 Buben? Das wurmt mich echt, ne? Ich weiß überhaupt nicht, was. Ich weiß nicht, ändern kann. Haben die 3 Wechsel? Noch total offensiv. Das ist wirklich ja irgendwie Regensburg und so fertig. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Und Fehlpass. Und Carstens, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ist. Was mit der Mannschaft los ist. Aber das habe ich echt nie erwartet. 4-0. Das kann nicht wahr sein. Das ist einfach so hart. Guck mal, die können vor allem nicht mehr. Wir können noch. Woran liegt das? Ich kann es mir selber nicht beantworten. Ich kann es mir selber wirklich nicht beantworten, warum wir hier nur verlieren. Das ist wirklich schwer. Ja, jetzt. Bitte macht noch wenigstens einen Anschlusstreffer.
Auch nichts mehr heute. Ja, schade wirklich. Also aus 3 Spielen heute 2 Punkte geholt. Ich bin echt enttäuscht. Ein Schuss hatten wir. Wir waren so gut am Anfang. Ich weiß nicht, warum wir jetzt weit unten sind in der Tabelle. Was hat er bekommen? Ach was. Ey, Boss, danke, dass Sie mir ein Ohr geliehen haben und gehen lassen, wenn ich in Form bin. Das rechne ich Ihnen hoch an, Junge. Etwas. Ich will den ja nicht. Will den ja gewähren, aber. Das war echt gar nichts. Und ich habe gesagt. Ja, guck mal, 96 € runtergegangen. Ich habe gesagt, geht keiner. Nächstes Spiel. Und darum werde ich mich auch retten. Außer der Captain. Der wird spielen. Warte mal. Habe ich noch nicht gewählt. Und Kurt muss auch dran bleiben. Koppel kommt rein. Leute kommt rein. Für den, dem es mir am meisten leid tut, ist eigentlich jetzt Quirlo. Den muss ich jetzt auch auswählen. Und dafür kommt der Bestbewertete rein. Ja, so werden wir nächstes Mal ins Spiel gehen. Komplett andere Mannschaft. Vielleicht ist das der Schlüssel. Wir sind weiterhin Neunter. Cops sind erneut mit Topleistung. Wo? Wo war da eine Topleistung? Wir haben 4-0 verloren. Linksburg triumphiert gegen SV. Ja, habe ich selber mitgekriegt. Mit den. Das hier, Regensburg gegen SV Wien ran. Na, alles schon. Naja, weiter, weiter, weiter. Wir müssen hier. Mal gucken, gegen wen wir das nächste spielen. Uns aber hier nicht angezeigt, wer hier 20 Trainingseinheiten kommt vorher. Mach das mal im Hintergrund weiter und dann schon mal, oh, wir gegen Saarbrücken spielen wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.